Hey zusammen, herzlich willkommen zum Motoblog. Heute wieder aus der Garage. Heute wollen wir uns wieder der Technik der Motorräder widmen. Hier neben mir, ganz interessant, vielleicht ein Hinweis auf das, was demnächst auf diesem Kanal passiert. Verraten will ich noch nichts, aber auf jeden Fall das alles geht daran. Okay, Technik. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie funktionieren eigentlich die Blinker? Ich meine, so einen Schalter drücken und dann sehen wir, das Ganze geht an und aus, das kennen wir schon. Aber was passiert da eigentlich? Das, vieles mehr und Interessantes, hoffe ich, nach dem Intro. Wir wollen es uns nicht allzu schwierig machen, deswegen brechen wir es erstmal, um einzusteigen auf das Wesentliche runter. Wir brauchen eine Stromquelle. Hier ist es die Batterie. Wir haben am Motorrad eine Lichtmaschine, die Batterie mit Strom füttert. Aber das machen wir mal in einem anderen Video. Heute wollen wir die Batterie nur als Stromquelle nutzen. Nach der Stromquelle ist angesetzt der Blinkerschalter, den du an deinem Motorrad hast. Auf der linken Seite für links und rechts oder gegebenenfalls je nach Maschine. An zwei unterschiedlichen Seiten. Wir gehen jetzt aber mal von dem Kombischalter aus, indem wir mit einem Schalter links und rechts schalten können. Okay, von diesem Schalter gehen zwei Kabel im Grunde genommen aus. Einmal für die linke Seite, Blinker vorn und hinten, das sind zwei Glühlampen, und auf der rechten Seite, und in diesem Schema habe ich aufgebaut, eine Kontrollleuchte in der Mitte. Das ist die grüne Laterne für dein zu deiner Information im Cockpit. Es gibt andere Aufbauten, da hast du eine Kontrolllampe für links und eine für rechts. In diesem Fall ist es eine kombinierte. So, der Strom geht jetzt, wenn ich jetzt also den Schalter für eine Seite mir ausgesucht habe, weiter vom Schalter zu den Glühlampen und dann halt durch diesen Wolframdraht, der die Lampe zum Leuchten bringt, rüber über Minus, zurück zur Batterie. Das ist ein Stromkreis, den wir jetzt hier mal ganz simpel aufgebaut haben. Das Relais arbeitet jetzt, ne, und schaltet die Lampen ein und aus, indem es den Stromkreis schließt und öffnet. Aber wie macht es das? Warum macht es das? Und wie funktioniert das? Das wollen wir jetzt im ersten Moment noch mal ein bisschen auf die Basis zurückbrechen. Die große Karriere der Blinker begann mit dem Bimetallblinker, der zur Zeitverzögerung des Anzugs und Abfalls einen Bimetallstreifen nutzt. So ein Bimetall, ist mal ganz simpel erklärt, besteht aus zwei unterschiedlichen Materialien, ne, die aneinander befestigt sind, also zwei Metalle, zum Beispiel Eisen und Kupfer. Die beiden Metalle dehnen sich jetzt bei Erwärmung unterschiedlich stark aus, ne, das eine mehr und das andere weniger. Im Grunde genommen kannst du das ja schematisch so sehen. Da sie fest miteinander verbunden sind, biegt sich der Metallstreifen und öffnet damit einen Kontakt. Der Ausgangszustand ist geschlossen. Daher sprechen wir von einem sogenannten Öffnerkontakt. Bezeichnet wird also immer das, was durch Arbeit erreicht wird. Ne, wenn du jetzt einen offenen Schalter hast und der wird durch Arbeit, Strom, Magnetismus oder was auch immer geschlossen, dann ist es ein Schließer, ne? Ein Schließerkontakt. Okay, schalten wir den Blinker ein, fließt ein Strom durch den Bimetallstreifen, die Heizwicklung und die Glühlampen. Die Heizwicklung tut, was sie nun tun soll, und erwärmt den Bimetallstreifen. Dieser biegt sich jetzt wie vorgesehen und öffnet den Stromkreis, wodurch die Blinkerlampen und auch die in Reihe liegende Heizwicklung stromlos werden. Ohne Strom kühlt das Metall ab und nimmt seine ursprüngliche Form wieder an und schließt dann am Ende seines Weges den Kontakt. Ne? Also von so geschlossen, hier ist dieser Kontakt, der gesetzt wird. Durch Erwärmung biegt sich das jetzt, hier ist offen. Und dann geht jetzt das ganze Ding wieder zu. Strom fließt, der Heizdraht erwärmt sich, die Blinkerlampen leuchten. Und der Vorgang wird wiederholt, ne? Auf und zu. Diese Art von Blinkergeber hat zwei Besonderheiten. Zum einen dauert der erste Blinkintervall länger als die nachfolgenden, weil sich das Bimetall erstmal aufwärmen muss. Und zum zweiten, beim Ausfall von einer Lampe wird die Blinkfrequenz ziemlich hoch. Das heißt,
Weil weniger Verbraucher vorhanden sind, ist der Stromfluss geringer und der Bimetallstreifen erwärmt sich weniger stark, hebt sich weniger weit ab und der Kontakt wird umso schneller wieder geschlossen, weil sich das Bimetall halt nicht so weit bewegt. Ja. Heute findet man solche Bimetallblinker tatsächlich nur noch in Oldtimern. Nach dem Bimetall betrat der Hitzdraht die Bühne. Blinkergeber dieser Art werden noch weit bis in die 90er Jahre in Fahrzeugen eingesetzt. Im Ruhezustand ist Hitzdraht, Elektromagnet und die Blinkerglühlampe in Reihe geschaltet. Na, der Widerstand des Hitzdrahtes und ein Vorwiderstand ist so groß, dass der fließende Strom zu klein ist, um die Lampen zum Leuchten zu bringen. Vor der Magnetspule befindet sich ähnlich wie beim Relais ein Anker, welcher vom gespannten, kalten Hitzdraht von der Spule ferngehalten wird. Durch den Stromfluss erhitzt sich nun der Draht, dehnt sich aus und ermöglicht dem Anker, sich vom Magnetfeld der Spule immer mehr anziehen zu lassen. Am Ende dieser Bewegung erreicht der Anker einen Schaltkontakt, der den Hitzdraht kurzschließt. Nun fließt der Strom durch die Spule direkt zur Glühlampe. Die Glühlampe leuchtet auf, da der Spannungsabfall der Spule zu gering ist, während die Magnetkraft der nun vom starken Lampenstrom durchflossenen Spule den Anker umso stärker anzieht, kühlt sich der Hitzdraht wieder ab und setzt sich das Ziel, wieder sich zurückzukürzen, in Ausgangsposition zu bringen. Nach ausreichender Abkühlung zieht sich der Hitzdraht so stark zusammen, dass er den Anker von der Spule gegen die Magnetkraft wegziehen kann und den Kontakt wieder öffnet. Die Lampe erlischt und der Vorgang beginnt dann halt wieder von neuem. Vorteil hier ist die Unterstützung der Kontaktkraft und des Lösens des Kontaktes, sodass der Kontakt selbst geschont wird und länger lebt. Man spricht hier von einem sogenannten Rückkopplungseffekt. Nachteil dieser Blinkergeber ist hingegen, dass sie sehr empfindlich gegenüber Spannungsschwankungen sind. Na, sinkt die Spannung, sinkt auch die Frequenz. Charakteristisch hierfür ist aber, dass beim Ausfall einer Blinkleuchte die anderen Glühlampen halt mit Dauerstrom versorgt werden, weil das Stromrelais den Hitzdraht nicht mehr einschalten kann. Beim Dunkelphasenblinkgeber, den gibt es dann halt, das ist ein Hellphasen- und ein Dunkelphasenblinkgeber, ist nicht weiter wichtig, aber bei dem anderen hingegen erhöht sich die Blinkfrequenz und der Blinkgeber rast quasi. Ab Ende der 1960er Jahre wurden Blinkgeber mit einem elektronischen Impulsgeber verwendet. Anfangs wurden hierfür Widerstände, Kondensatoren und Transistoren verwendet. Mitte der 70er Jahre werden die Bauelemente zunehmend durch integrierte Schaltungen ersetzt. Und seit 1981 gibt es spezielle Blinker-ICs, welche die Ausfallkontrolle anhand von Strommessungen übernehmen. Dann fällt eine Glühlampe aus, so wird der über den Blinkgeber fließende Strom geringer, was von dieser eingebauten Kontrollschaltung erkannt wird. Um den Defekt zu signalisieren, wird die Blinkfrequenz verdoppelt. Dieser Effekt tritt übrigens auch auf, wenn du am Motorrad werkseitig verbaute Halogenblinker durch LED-Laternen ersetzt. Na, deswegen hat irgendwann mal irgendwer das lastunabhängige Blinkerrelais erfunden, worüber wir uns ja alle ziemlich stark freuen. In den neuen Motorrädern ist kein separater Blinkgeber mehr vorhanden. Eine, die in der zentralen Bordnetzsteuergeräte integrierte Einheit, steuert die Blinker. Betätigst du den Blinkerschalter, fließt nun ein geringer Strom, der das Steuergerät weckt, dessen Elektronik schaltet dann die Blinkleuchten. Diesen kleinen Wunderwerken der Technik ist es nun möglich, den Lampenstrom zu messen und bei einem Defekt oder Fehler eine entsprechende Warnmeldung über das Display im Cockpit an den Fahrer auszugeben. In aktuellen Autos haben wir ebenfalls solche Steuergeräte. Das bekannte Klick, ne, gelbes Licht draußen ist an, Klack, gelbes Licht draußen ist aus, Klick, Klack, wird dabei durch einen kleinen Piezo-Lautsprecher imitiert. Nicht, weil akustische Rückmeldungen vorgeschrieben sind, sondern weil wir uns einfach daran gewöhnt haben. Ein Hinweis an den Fahrer ist verpflichtend, wenn die Blinker außerhalb des Sichtfeldes sind. So gibt der Gesetzgeber in Paragraf 54 der Straßenverkehrszulassungsordnung vor: Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Fahrzeugführers angebracht, so muss ihre Wirksamkeit dem Fahrzeugführer sinnfällig angezeigt werden. Okay. Interessante weitere Details wären vielleicht, der Blinker ist grundsätzlich
erst einmal eine lichttechnische Einrichtung an deinem Moped, die dazu dient, anderen Verkehrsteilnehmern zu warnen und sie darüber zu informieren, dass du vorhast, deine Spur zu verlassen oder die Fahrtrichtung zu ändern. Details werden in Paragraph 54 der Straßenverkehrszulassungsordnung sowie dem Bundesgesetzblatt per ECE R48 geregelt. In der Schweiz gilt Artikel 79, der gibt da den Ton an. Hier ist unter anderem festgehalten, dass die Blinkfrequenz, also die Anzahl von An- und Auswiederholungen, 1,5 Hertz plus minus 0,5 Hertz beträgt. Das sind 90 Blinkintervalle pro Minute plus minus 30, also 90 mal an und aus pro Minute plus minus 30 mal an und aus. Okay? Fahrtrichtungsanzeiger sind grundsätzlich erstmal gelb. Bei Fahrzeugen, deren Erstzulassung vor dem 31.12.1969 liegt, sind hinten auch rote Blinker möglich. Na, du darfst dann umrüsten auf gelb, musst du aber nicht. Der Fahrer muss auch erkennen können, dass der Blinker eingeschaltet ist. Kann er die Blinkleuchten nicht sehen, da haben wir es wieder, so ist eine Laterne in seinem direkten Blickfeld möglich, die in derselben Blinkfrequenz dann halt aufleuchtet wie die Blinker selbst. Im Gesetzestext heißt es, oder anders unmissverständlich. Ersatzweise kann also auch ein Ton eingesetzt werden, wie es man von einigen Rollern hast. Ich weiß jetzt nicht genau auswendig, welcher Roller das hat, aber es gibt Roller, denn an der Ampel vielleicht schon mal gesehen oder ja, gehört hast wohl mehr, dass neben dir so, das ist der Blinker. Ja? Es gibt auch ein Klickgeräusch, es gibt ein Piepgeräusch, es gibt einen LKW-Hersteller, der hat auch so ein Piepen, das musste ich mal leidvoll erfahren. Ne? Okay, ein Stromschlag beispielsweise ist keine unmissverständliche Möglichkeit, dem Fahrer beizubringen, weil man hat Angst, dass du dann zuckst und vom Moped klumpst. Deswegen fällt das völlig außer Reihe. Bei Fragen zur Verwendung oder Benutzung des Blinkers schlage ich vor, hältst du nochmal Rücksprache mit einer Fahrschule in deiner Nähe. Und ja, das war's. Mehr gibt's zum Blinker eigentlich tatsächlich schon gar nicht mehr zu sagen. Defekt muss repariert werden. Das Ding muss gleichmäßig blinken. Es wird dir angezeigt. Und du weißt jetzt auch, wie das ganze Ding funktioniert. Du kennst die Unterschiede der einzelnen Blinkerrelais und wenn du das nächste Mal auf deinem Moped sitzt oder in deinem Auto sitzt und betätigst dich den Hebel bzw. den Knopf, je nachdem, wo du jetzt gerade unterwegs bist, dann macht das nicht nur Klick, sondern du weißt auch, warum macht das Klick, wie funktioniert das Ganze und ja, wie hat sich das entwickelt, wenn du es dir noch merken willst. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video was gebracht hat oder eine Frage beantwortet hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werden wir uns wohl damit beschäftigen. Da freue ich mich schon ziemlich stark drauf. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Dankeschön. Ciao.